So, servus Leute, willkommen zum nächsten Monster Hunter Stream. Ich hoffe, Wochenende war bei euch geil. Wenn nicht, wird es jetzt auf jeden Fall noch lustig. Übliches Team ist an Start. Gut, ein 9 haben wir hier. Von Dynamit, der Kollege. Ansonsten Sera und Dynamit wieder am Start. Und heute geht es in die Leitlande. Ich weiß gar nicht, wir könnten eigentlich die Lobby noch aufmachen. Da sind ein paar mehr von euch noch in der Versammlungsstätte drin. Sieht man noch mal ein paar Deko-Rüstungssets. Ich habe nämlich ein neues an. Ist von Sera. Kommt demnächst auch nochmal ein Video. Marcella, ich habe das übrigens aufgeteilt. Ich habe 3 von mir genommen und 3 von dir. Von den Dekos. Welche 3 hast du von mir genommen? Ja, Digga, das bleibt Überraschung. Sag mir die Nummern. Also ich kann dir auf jeden Fall sagen, also eins wirst du jetzt gleich sehen, dann bist du sicher, was drin ist. Weil das habe ich nämlich an, weil ich das zu nice fand, Digga. So, ich schreibe mal ganz kurz die Lobby. Was ich gemacht habe. Hä, natürlich. Oh, Cory, was los? Deswegen habe ich dich ja auch mitgefragt. Alter, ich kann die ID gar nicht lesen, Mann. Alter, ja, warte, so ich klein. Das brauche ich dann nur noch für die männlichen Charaktere. Da musst du auf PS4 gucken. So. Ich habe noch so eine geile... Wegverrat nicht so viel, sondern... Auf jeden Fall ist ganz nice, auch was ich zusammengebaut habe. Ist das mit der Nergi-Hüfte drin, Cory? Sei ehrlich. Nee, das ist nicht drin, Digga. Ist das drin? Nein. Ich fand die Beine von von Xeno nicht so geil, so weiß ich, das hat nicht so perfekt harmoniert. Ja, aber an sich geht das Set eigentlich so. Es gibt halt keine anderen Beine, die du stattdessen nehmen könntest. Ja, manchmal ist es echt schwer, da fehlt dann ein Teil oder auch so eine Hüfte, dass es perfekt wäre. Die gibt's halt leider nicht. Ich denke, wenn die Meisterrüstungen noch reinkommen, ich weiß ja gar nicht, ob die das irgendwo angekündigt haben. Aber es gibt ja eigentlich noch ein Update. Und noch ein paar mehr. Dann hast du aber auch safe das mit Kulf nicht genommen, oder? Nee, das mit Kulf habe ich auch nicht genommen. Wobei man, manchmal ist es... So. Okay, Lobby-ID sollte, glaube ich, passen. Welches hast du genommen? Na, Digga. Ach so, das. Das sieht zu nice aus. Ja, das, die Haare noch abgeändert. Ehrlich, das ist halt verdammt stimmig. Ganz ehrlich. Ja, aber das Ding ist, das habe ich wirklich nur aus einem Grund gemacht, und zwar, weil die meisten Leute ja irgendwie total geil auf Urgaben ja, sind. Ja, es sieht aber auch bei den weiblichen von mir aus aus. Ich habe noch ein richtig schickes, auch noch mit Valhazak gebastelt. Da hast du ja auch eins gehabt. Ja. So. Ja, es gibt so viele Möglichkeiten. Halt, ne? Brutal, Digga. 1:1, Mann. Als wäre es das Gleiche, ey. Das ist voll krass. Ja. So, schauen wir mal ganz kurz in den Chat rein. Ist auf Xbox heute. Eigentlich immer auf Xbox. By the way, GTA 5 ist down, ne? Heavy down. Die Servers sind komplett am Sack. Du kommst nicht mehr rein in die Lobbys. Und wenn du mal in der Lobby drin bist, steht links durchgehend, GTA-Server sind nicht erreichbar und so ein Scheiß. Du kannst nichts machen. Die sind so überlastet, die Kackdinger. Jo, Chiara ist natürlich... Bitter, wenn dein Bruder mit der Box abgehauen ist. Hätte ich dir niemals zugelassen. Direkt wieder weggenommen. Aus diesem Grund immer Schusswaffe unter Kopf gießen. Ja, genau. Beim Wegrennen noch in den Rücken schießen. Ja, Mann. Hast du die Bagel-Rüstung an? Natürlich. Team Bagel und so. Hä? Team Zinoke Heavy Bogan auf 12? Das ist eigentlich normalerweise freigeschaltet. Du musst sie einfach nur verbessern. Stellst sie einmal her und dann wird sie einmal verbessert. Dann ist sie eigentlich auf 12. Ja, das mit der Kanone, da war ich bei meiner Schwester. Die ist da hingezogen wegen der Arbeit. Und da habe ich sie halt besucht mit der Familie. Und dann fand ich die Kanone zu geil. Und dann haben wir da ein Foto gemacht. Ich weiß gar nicht, war das direkt in... War denn das... War es direkt in Saarbrücken oder sind wir... Ich glaube, es war in einer anderen kleinen Stadt, wo wir hingefahren sind. Ich glaube, es war Louis oder so. Gibt es dann Louis da hinten? Oh, auf jeden Fall relativ chillig. Wetter war auch gut. So, das Velkana-Großschwert. Kann man auf jeden Fall am Anfang zocken. Richtung Ende gibt es auf jeden Fall bessere Großschwerter. Das ist wie auch der Velkana Hammer, den konnte ich auch am Anfang easy zocken, so, das sind keine schlechten Waffen. So, ich mach mal die Lobby auf. Oder eher gesagt, die Quest. Eine Runde Leitlande.
Ja, wie gesagt, ich werde dann mal ganz kurz zwischendurch mal verschwinden dann. Ja, also die Tür öffnen und so. Und so Mihawk, den wir heute dabei haben, der ist nicht nur Kollege von mir, sondern halt auch Abonnent von dir. Ne? Also pass auf, was okay, du sagst, sonst okay. Dislike. Ich denke, das kriegen wir hin. Bei mir werden eigentlich nur die Monster beleidigt. Nee. Vom Feinsten aber. Hey, Rio, denk dran. Servus, ne? Nameless. Für jedes Digger und jedes Hurensohn, was Cory sagt, einen kurzen. Ach so, da ist noch ein Material, was dir fehlt. Boah. Digga, da weiß ich jetzt auch nicht auswendig. Wahrscheinlich wird es ein Zinnokre-Material sein, also in gehärteter Form von den Leitlanden, wenn da noch ein Fragezeichen ist. Wahrscheinlich. Bist du schon unterwegs, Herr Jodat? Ja, ne? Ja, warte, also ich bin im Ladebildschirm. Könnt gleich beitreten. Mhm. Erstmal ein bisschen randalieren. So. Alter, ich hab vorher noch Witcher 2 gezockt. Das Spiel stürzt immer ab auf PC. Alter, bin ich ausgerastet. Da hab ich's gegoogelt. Da, irgendwie mit Windows 10 hat es Probleme. Da habe ich wieder auf Nexus Mod irgendeinen geilen Patch gefunden. Jetzt läuft's, Alter. Richtig bitter. Entwickler haben das nicht hinbekommen, ey. Oder nicht mehr gepatcht halt nachträglich. Gute. Zum Glück gibt's da eine Mod-Community, Digga, Beste. Ohne die wäre echt bitter. Nur Cory ist ja gar so, nicht alles auf sie. Bin drin. Was ist denn los? Ich glaube, ich werde es am Anfang Hammer spielen. Ja, Sera können ja nicht alle so heftige Cheatcodes haben wie du. Ja, ist halt echt so. Hä, was für Cheatcodes? So. Easy Farm, die Hammer. Spur, nee. Rüstung ist schon sneaky, Mann. Haben die jetzt eigentlich endlich die neuen Posen reingebracht? Die neuen Waffenposen? Nee, ne? Nee, du kannst bis jetzt immer nur noch die eine da machen. Hab ich vorher auch geguckt. Was haben wir denn eigentlich? Das ist echt Zeit, ne? Die strecken ihren Content richtig krank. Ja, Mann. Ich werde jetzt schon mal ein Monster rufen. Also, ich möchte gerne die Dings hoch. Ich weiß nicht, ihr müsst bei euch wahrscheinlich das die Gebiete sperren, wenn ihr es eh nicht schon gemacht habt. Und hab ich baller jetzt die Wildturmödnis nach oben. Die hatte ich noch nie auf 7. Mal gucken, wie weit wir kommen. Ziel ändern. Nee, was nicht. Wildturmödnis, das passt sich ganz gut, weil ich brauche goldene Ratianmüll. Ja, aber ich guck mal, was ich da alles rufen kann. Ah, ich kann sogar Golden Ratian rufen. Was kann ich denn noch rufen? Ja, nee, ich brauch die halt Tempert, ne? Ach so, ja, okay dann. Die normale kann ich mir auch selber rufen. Da brauche ich dich dann auch nicht zu. Vekana könnten wir dann auch, dann kann man es gut hochpushen. Aber eigentlich sollte ich mir erstmal ein Odo. Alter, wir fangen mit dem Odo an. Cory, mach Dings wenn du Wildturmbündnis hochballern willst, mach Monster, die da auch heimisch sind. Also Diablos und sowas, die geben dir deutlich mehr Punkte, als wenn du da zum Beispiel, keine Ahnung, Ruinenlerk oder Vekana machst. Die geben dir so gut wie gar keine Punkte. Ja, dann fangen wir mit dem Clavenus an, der müsste da eigentlich heimisch sein. Den rufe ich mal direkt. Weil gerade aktuell ist nur Dreck gespawnt. Gucken, was für eine Videosequenz kommt. Ach, mit dem... Alter, die habe ich ja noch nie gesehen, Digga, mit dem Mistkäfer. LOL. Ja, aber das gilt auch im Allgemeinen für den Livestream so. Wenn ihr eure Leitlande leveln wollt, macht Monster für die jeweiligen Biome, die daheim sind. Das heißt, wenn ihr Wald leveln wollt, so dumm das klingt, macht ein Jagras eher als ein Ruinenergie, weil der euch deutlich mehr Levelpunkte gibt. Ligiana ist jetzt zum Glück weg. Okay, die Hand sieht halt jetzt ein bisschen schwuchtelig aus, Alter von Dante. Was ist? Achso. Nach diesem Klotz da. Riesenfaust. Ja, Digga. Hey, Fisting. Ja, ohne Witz, Alter. Das war ein Monsterteil. Servus, Chrissy. Kannst du deine Monster in den Arsch schieben, dann sterben die instant. Innere Organschäden. Ja, Namiel ist immer gut geschwärmt. Wir haben den halt auch so oft gehandelt und deswegen habe ich da auch viele Sachen von dem. Servus, Sanctuary.
Wo ist denn das Viech gespawnt, Mann? Was hast du denn geholt? Der müsste eigentlich irgendwo bei euch da jetzt sein. Also hier sehe ich ihn nicht. Da, hier hinten kommt angewaschelt. Hätte man auch easy mit Charge Plate machen können. Ja, ich bin jetzt auch im Großschwert drin. Oh ja, Mann, direkt Abflug. Mach mal den Kopf frei. Ich finde das so genial, wie weit der halt einfach rennt. Nochmal gegen die Wand? Ja, warte, ich mach schon. Nix. Oh Gott, Digga, wo bin ich denn gelandet? Bruder, da muss jetzt groß, Alter. Ah ne, er ist rot. Schade. Egal, ich mach wieder mal, ne? Ach, hab ich schon lange nicht mehr gemacht. Ja, geh mal in die Falle, gönnen die. Alter, Digga, der war richtig hart, Mann. Was hier rein? Hey, die haben mich schon lange nicht mehr so gesehen, die Monster. Letztes Mal habe ich das nicht gemacht. Was hast du denn? Nee, du machst keinen Angriff. Oh Mann, Alter. Das ist ein bisschen Spaß, muss man sagen. Ne? Ja, komm, gönn dir mal. Digga, für die Operation muss er auch stillhalten, Alter. Verstehe ich komplett, Mann. Ist so. Der Zahnarztbesuch hier. Ja, Mann, Alter. Wird er erstmal ruhig gestellt, Alter. Zähne ziehen. Eigentlich müsste der auch bald einen Knockout bekommen. Ich habe den ganzen Zeit eigentlich am Kopf Schaden machen können. Lol. Tutsi Mutzi ist ausgelaufen, Alter. Oh mein Gott, er hat die Leben noch kassiert, Digga. Töte mir, Alter, hier ist überall ist leidig, man hat gar keine Stelle, Moment, leidet er. Womit du 30 Schockfallen mitnehmen kannst. Das wär ein Traum. Schockfallen-Geheimnis, Digga. Oh mein Gott, jetzt hab ich noch einen Mount, Alter. Ey, ich muss mal die Scheiße auf dem Boden aufsammeln, Mann. Ja, was machst du sicher, oder? Ja. Naja, gönn ich mir gleich, wenn er jetzt liegt, drauf geschissen. Dann wackel ich da mal kurz rüber. Das ist eigentlich ganz auf dem Zock ähnlich. Oh, ich brauch das Zeug. Also Glavinus in Leitland habe ich eigentlich fast nie gemacht. Bevor das Zeug da wegspawnt. Ich zocke nicht mal auf Xbox. Ja. Ja. Aha. Digga, Alter, der hat aber schon die Schwänze fallen gelassen. Ich überlegt habe, mir nochmal Six Siege runterzuladen. Was? Runde Six Siege spielen, mein Bann ist mittlerweile weg. Wieder Teammates töten. Ach Gott. Ach, meinst Assi sein? Ja. Ich hab noch einen Pass bekommen. Mir von Shotgun auf? Den muss ich auch mal einlösen. Ich muss aber erst noch Witcher durchzocken und dann löse den Pass ein. Dann spiele ich eine Runde, wie heißt Metro Exodus. Da bin ich mal gespannt. Den ersten Teil fand ich legendär. Hast du immer noch nicht? Den Exodus oder was? Nö, ich hab den mal vor einem halben Jahr auch nur angezockt. Aber da war ich auch nicht so im Gaming-Feeling. Da hab ich den mir gelassen. Ja, aber hast du nicht schon längst so einen Code für das Spiel seit Monaten? Nee. Hast du damals mal irgendwas? Nee, ich habe damals keinen Code von den Entwicklern geholt, weil ich das Spiel. Weiß ich nicht, da ist was anderes rausgekommen. Und dann habe ich keinen Code geholt, weil ich es eh nicht bringen kann. Ja. Weil ich fühle mich dann immer voll schlecht, da irgendeinen Code abzustauben. Und du bringst das Spiel nicht. Zumindest bei mir ist auch, also auch bei Planet Zoo. Habe ich auch gedacht, bringe ich irgendwie mehr, aber irgendwie habe ich da, ich glaube, einmal einen Livestream gemacht, das ist dann auch irgendwie scheiße. Mit Borderlands im Anschluss und oioioi. Zum Glück ist der nicht hoch. Achso, ja, Digga, bester Stream ever, Alter. So. Also, die Nokler, ne, das hätten wir den Entwickler echt leid getan. Der Dude schluckt aber, ne? Alter, Bruder, darf ich hier nicht mal hier Zeug auflesen, ey? Lass ihn auf jeden Fall alle mal fangen. Wir sind eh nicht drauf gegangen. Ich muss gleich Teleporter schon noch mehr Traps.
Hier soll alles voll sein mit den Dingen. Sera, du bist so ein Engel, den da Idiot. Ja, was denn? Ja, ich hol jetzt nicht schon. Oh lol, Alter, der ist so schnell weg, Digga. Geht, ja, aber Sera halt wie so ein Hängegebiet, der dich als Fallen spammt. Warum kann ich die Falle nicht legen, Alter? Dann nehmen wir die andere. Ach, jetzt ist er eine super Sache, Alter. Ist er tot? Oh, ich wollte noch trappen. Egal, wird das nächste Monster halt dreimal getrappt. Also dreimal nachholen. Das Diana, ich grüß dich. Also insgesamt 12-mal. Dynamit, das die ist die Taktik, weißt du? Die Biome schaltest du frei, indem du die Update-Quests machst. Einmal Höllensinnung und einmal Rajang. Ab Meisterrang 25. Das sind die lila Ausrufezeichen in Seliana. Gutes Langschwert nach der Story. Was waren es damals? Wollten noch Artian. Wenn du halt, aber kriegst halt auch erst auf 70, ne? Ja, was. Ansonsten halt die Aufwertung vom göttlichen Haumesser. Ja, die kannst du auf jeden Fall zocken. Aber ich glaube, da war noch ein anderes Langschwert, was du gut benutzen konntest. Was war denn das, Alter? Das Viper Tobi Kadashi kannst du, glaube ich, auch spielen. Stimmt, das Viper Kadashi, das war auch ziemlich gut eigentlich. Und das kriegst du eigentlich ja relativ nice gefarmt. Hat zwei Elemente drauf. Ich glaube, es gab aber noch ein anderes Langschwert, das man zocken konnte. Servus, me and the boy. Wie geht's weiter? Gute Langschwerter, die man sagt, auch mal der Story spielen kann. Oh, fuck. Oh, Cory, hast du das Emblem von der Knallmitgliedschaft geändert jetzt? Ja, schon letztes Mal, Digga. Schon zwei Livestreame, Digga. Echt? Ja. Nur ist es leider irgendwie aus unbekannten Gründen so ein bisschen krasser verpixelt als das letzte. Warum auch immer, Alter. Da kriegt es nicht weg. Belastend. Mal gucken, ist so eigentlich irgendwas gespawnt? Gar nicht geguckt. Ja, der Viper wird auf jeden Fall nicht in der Ödnis sein. Ich rufe nochmal was. Gucken, ob es gleich geht. Monster hervorlocken. Was können wir denn machen? Alter, komm, wir machen so einen richtig schönen Barot mal. Da gibt es zwar jetzt nicht so viele Punkte, aber egal. Gute Doppelschwert empfehlen. Kommt drauf an, wann. Alter. Im Endgame auf jeden Fall da von Safi. Ansonsten. Was Doppelkling? Ja, ich glaube, die Siri Doppelkling kannst du das auch. Xeno Luna. Oder Xeno Luna. Oder ja, die Xeno Luna. Ey, sind krass. Ne? Explo, relativ okay. Raw Damage, weiße Schärfe, die Slots und halbierte Schärfeverlust. Mhm. Ne? Ich komme aus Baden-Württemberg, Stuttgart. Ganz unten, ganz abgeschieden. Wo kein Schwanz lebt, so. Außer InScope, der ist hier unten. Aber so viel mit YouTube geht hier unten nicht ab, finde ich. Aber wir können eigentlich auch schon mal vorgehen. Ist gerufen. Okay. Einen schönen Barot. Barot, Mobbing-Opfer. Ja, Mann, das wird richtig geil, ey. Ich glaube, da habe ich den Leitlanden auch noch nicht gemacht, ey. Ja, ich müsste auch noch ein paar Knochenhaufen und so sammeln. Mal schauen, wo die hier sind. Sammelt auch mal bitte nebenher, dass immer die großen Sachen spawnen, wenn man jetzt hier nichts zu tun hat. Oh ja, hat man hier auch noch ein paar Mats. Ah, er ist gespawnt. Bin sofort mit dabei, ich muss mal eben meine Pizza schneiden. ich muss auch heute Abend noch gucken, was ich esse, Alter. Ich glaube, ich muss noch zum Wienerwald und mir auch irgendwas Geiles holen.
der müsste auf der anderen Seite sein, der Barot. Naja, hier oben. Ah ja, der ist da hinten. Der ist da unten der da ist der Knochenhaufen, den gönne ich mir noch schnell. Doppelkling Biotodus, gut. Der, ja, keine Ahnung. Oha, Alter, da habe ich jetzt aber hier gerade noch zwei Monster bekommen. Du schreist nicht, du dämliches Tier, Mann. Scheiß Trüffel, Schwein. Alter, der ist auch noch lähmungsanfällig. Das ist ganz Deluxe hier. Oh, ich wurde gestorben. Ey, es lauft doch nicht weg. Oh, aber das schafft, weiß ich auch nicht. Komm mal. Und du läufst doch gerne. Hä? Hä? Oh, nee, nope. Digga, er ist gelähmt, trap. Alter. Nee, nee, trap. Und noch eine. Ja, wir müssen erstmal hier... danach mal was Lähmung drauf. Wir müssen den erstmal... bekommt er erst noch. Der Lähmung kriegt er auch noch vom Hammer da, wenn du da drauf schießt. Oh, ich hol die nächsten Traps. Wir hätten den erst gegen die Wand rennen lassen sollen. Ja, egal, scheiß auf das bisschen da. Traps du gerade ernsthaft, Barot? Wie ehrenlos bist du denn? Ich hab Bock, was los? Keine Ehre, der Junge. Alter, der ist noch nicht mal rot, Ehre, Mann, Alter. Nach so, ey... Der rafft's aber auch gar nicht, Mann. Jedes andere Monster wäre safe rot, Alter, wenn er so da fünf Traps, Alter. Oh, das ist ein dämliches. Nein, der ist so rot. Fuck, man drehen. Ja, kein Ding, ich bin schon auf dem Weg mit den nächsten Traps. Oder dann nehmen wir auch noch ein paar mit. Aus Protest lasse ich beide gleich im Zelt. Oh mein Gott, jetzt ist er gelähmt, Alter, der Arme. Guck mal, das Bein ist sehr schön. Genau, genau rechtzeitig, ich bin fast da. Und den Diabus können wir auch gleich mit wegflexen, ne? Oh, den nehmen wir auf jeden Fall safe mit, ja. Hä? Ah, Revierkampf. Scheiße. Oh mein Gott, Digga, hat's den weggescheppert, Alter, holy shit. Komm, Diablos, mach mal. Ah, ich wusste, dass er schreit, Alter. Da müsste ich eigentlich mit irgendeiner Eiswaffe kommen beim Diablos. Oh, das sind auch die zwei übelsten Schreier, ey. Die zwei. Du bleibst hier, du kleines Kackding, Alter. Ach, ich geh mich mal hier. Oh, gönn dir. Hast du noch eine Falle? Ja, ja, natürlich. Ja, nice. Ich hab keinen Snowknall-Kombi durchmachen. Oh, Alter, Schwede, Mann. Wo ist denn der Barot hin, Digga? Ich sehe ihn nicht mehr, Alter. Ab in die Falle mit dir. Schon noch mehr. Oh, er hat seinen Knockout kassiert. Ja, aber gut, Knockout. Ich hau noch. Was für ein Fest, ey. Da kommt der Zug. So, nächsten Traps kommen. Dynamit, was meinst du? Soll ich noch Alter, auf Status dann gehen? Ich bin der Meinung, du solltest mal vernünftig spielen. Mein Mount. Oh, was? Hey, Traps und Statusgun regelt. Neue Multiplayer-Meter. Wir spielen nur mit dem Horn, Digga, ja, nebenher, Alter. Ich bin extra Damage. Du wirst schon Leben hören, schon. Wobei, dreimal Sneaken, dreimal Leben. Ist auch ganz lecker. Alter, ich muss jetzt hier erstmal aufsammeln. Da liegt so viel auf dem Boden. Verwesungsbiom gesunken. Hä, bei mir auch, ja, Digga. Von 7 auf 6. Aber ich glaube, Dynamit, Verwesung hast du auch oben, gell? Nö. Oh, scheiße. Verwesung und Ödnisbiom habe ich beide nicht oben. Oh, Schock. Ich trip den mal durch. Die mag ich. Eins. Alter Schwede, Mann. Kein Ding, Barot, ich hab noch eine.
wie das aussieht, wie die so nebeneinander gelegt. Ich hab auch sind, noch eine Fallgrube, ist auch kein Ding. Ab in die Falle. Schon die nächsten Fallen. Alter, wo ist denn der Bruder? Ist, hängt der das da unten oder wo hängt denn der? Hä? Ich weiß. Hä, wo hängt denn der, Digga? Der, hä? Ja, so ich hab den gar nicht mehr gesehen, weil der weggeschoben wurde irgendwie. Oh, er rennt weg. Er hat kein Ding verrott, warte ich wohl noch mehr. Ja, bloß ist gelb, gell? Wir könnten ihn runterfallen lassen. Ach ne, jetzt rennt er auch weg. Cory, Cory, du müsstest mal ein Gewinnspiel machen, indem jemand mitcountet, wie viele Traps innerhalb eines Parts gelegt werden. Ja, genau. Ich habe noch gar keine Traps hier gelegt, Digga. Aber... Du brauchst sie auch nicht, ich mach das. Ich hol grad wieder neue. Ach Gott. Ich geh mir erstmal eine Barbar, den hat nämlich umgescheppert. Wie ich schon sagte, keine Ehre. Wie keine Ehre, was? Du kannst doch nicht den Barot zum Mob. Ja doch, natürlich ist es ein Barot, Mann. Der nervt immer, der schreit. Ja und heute kommt Klauen wir ihm den Kiefer. Nein, ey. Ist der eingeschläfert oder ist der tot, Digga? Leute, er ist eingeschläfert. Eingesneakt. Egal, der kriegt jetzt hier seine tägliche Dosis hier. Nachdem er sich wegleckt, natürlich. Guck mal, ich hab's noch stehen. Nichts macht er. Oh wow. Ja, bloß geh aus meiner Falle raus, Mann. Danke. Danke, in die Falle, du Opfer. Warte, da kommt noch eine. Alter, das ist so ein Durcheinander, Mann. Nein, kann sich nicht mal bewegen. Ah, Barot hat auf jeden Fall getroppt. Ich glaube, der ist echt gleich am Arsch. Ich hol den nächsten Fallen. Oh mein Gott, ich habe noch einen Mount bei ihm. Jo, ungefähr bis 21 Uhr. Ich glaub, guck gleich noch mal in den Chat, das ist jetzt zu viel Action. Oh! Oh, er rollt hier schon, Alter. Okay, er kommt. So, mach dir mal Barot, ich komm mit dir. Hat er schon einen Totenkopf bei dir? Was, Barot oder die Ablass? Barot. Testen wir jetzt. Ja? Ja, ja. Bei mir hat er irgendein, hat er nicht. Alter, hier liegt wieder alles Hallo, voll Diablos, hier. Hallo Diablos, guck mal, ich hab was für dich. Junge, ah, Junge. Ah, verpiss dich mit deinem Drecksfall, Alter. Ey, das Lager ist direkt nebenan. Jetzt kann ich noch schneller holen. Was ist los? Der effektiver, Mann. Komm, dann catch den Arm wenigstens, Mann. Diablos hat Ehre, ja. Der war eigentlich ja, auch ganz okay. Der ist gar nicht so auf den Buddeln gegangen, los? Fand ich. So, der kriegt jetzt noch eine Fallgrube und ich schmeiß einen Teleporter. Ich bin gleich wieder da, Leute. Ist er direkt nebenan mir. Okay, die nächsten Fallen kommen. Guten Morgen. Ah, er ist tot. Nein, tot. Ich wollte ihn auch gerade gegen die Wand laufen lassen. Naja, und ich wollte ihn gegen die Wand laufen lassen. Na jo. Easy. Easy. Wieso? Mats von der Soa-Rüstung einfach eine Leitlinie, die ganzen Sachen farmen, die Knochenhaufen und Steine und so, und dann hast du eigentlich alles. Ich glaube aber, man auch die Soa-Rüstung sieht man, glaube ich, erst, wenn man Zinoke gemacht hat. Ich glaube, davor sieht man sie gar nicht. Das war bei mir nämlich so. Oder es ist sogar Rayang. Ich weiß es aber nicht. Eins von beiden. Auf jeden Fall, wenn man die Leitlinie freigeschaltet hat, hat man auf jeden Fall noch nicht die Soa-Rüstung frei. Auch wenn man Sachen sammelt. Die Sora-Rüstung kriegst du nachher, müsstest du nach 10 Orgel kriegen. Ja. Oh oh, bald hab ich keine Teleporter mehr. Ich finde den Viper Tobi Kadashi einfach richtig geil.
Ich hab, mach den wirklich gerne. Können wir eigentlich auch mal einfach machen zum Spaß. Ich denke, du meinst den Wildturm mit dir. Ja, den kann ich aber glaube ich, kann ich den nicht auch in der Wildturmödnis rufen? Ich glaube, das ging. Nein. Bist du sicher, Digga? Das ist ein Eisvieh. Ja, ich dachte, du kannst ihn trotzdem rufen. Ja, dann halt nicht. Oha, ich habe sogar ein Ticket hier abgestaubt, Mann. So. Ich glaube, ich komme jetzt mal mit Charge Blade. Alter, ich habe einen Artillerie-Joule bekommen. Hab halt nur einen Einser, aber trotzdem krank. Brauche ich auch nicht mehr. Alter, wie das alles runterlevelt. Es levelt irgendwie alles komplett runter. Bleibt nicht irgendwas oben, Mann? Belastend. Aber Wildturm ist schon auf Stufe 4. Servus, Andi. Monster hervorlocken. Was können wir denn noch rufen? Puh. Am besten irgendwas, was Sera nicht einfach wegtrappen kann. Also Legiana. Was? Der kann ich was soll das heißen? Oh, Legiana trap ich aber nur, Junge. Nee, dann bleib ich einfach im Zelt. Die sitzen und allein hier. Oh, Alter, ich hab noch... Komm mal, ich rufen? Nee. Ich hab noch was richtig Nettes, Alter. Ruine, die ist auf der Map. Die Frage ist, wo ist der gespawnt? Legiana ist auf der Map. Ja, weiß scheiß nicht. Auf den Nergi. Das essen wir hier Nerke mal eine bald Runde. Und zwei Legianer in der Tundra. So. So eine Runde Chargeblade ist also, auch nicht verkehrt. An? Was habe ich denn gerade gerufen, Digga? Was habe ich denn gerufen, Alter? Ah, ja, ich hab den, ja, genau, den Zug, Digga, habe ich gerufen, Alter. Nee, an so einer Mizzet verschwende ich doch nicht meine Feinde. Alter, der liebt doch. Der liebt die aber. Ja, natürlich. Baut es mehr wert als ein komisches Dreckstier, das mit Baumstämmen. Oh, das mit Goldratien ist ja bitter. Ich hoffe, du hast gerade angefangen, Basti. Meine Schockfalle kostet mehr als eine ganze Familie von dem. Lass mal noch mal ein paar Sachen sammeln. Ach, da hinten ist er ja schon. Gib mal hier noch kurz. Auch geht immer mit Sammeln mit Steinen, wenn gerade nichts ansteht oder so. Dass die großen Sachen spawnen. Kannst du gerade echt von mir das Steine klopfen? Ja, Mann. Also das knutscht die Wand besser, Alter. Haro habe ich auch schon lange nicht mehr gefeiert. Wir müssen wirklich auch noch einen Livestream machen, wo wir gegen die ganzen Monster kämpfen, gegen die man nie kämpft, Alter. Schade, dass man. Ich glaube, ich nehme auch noch einen Vulkan oder Garon in den. Habe ich sogar Bock drauf auf den Dude. Lol, Alter, wo geht denn der hin? Na, will Payback, Alter, weil ich in die Wand nehmen muss. Kann er knicken. Okay, Feld des Todes. Oh ne. Wir können nochmal gegen die Wand laufen lassen, nur zur Info. Ach, oh, Bruder. Schrei. Nimm mal still halt. Ab Mount. Du Scheiße. Und nochmal den Kopf weich. Gut, nach dem Mount wird der auf jeden Fall safe groß sein. Lol, er haut mich sogar in der Shit runter, ja. Nein, ach Gott, Alter. Ah, bist du wieder am Klopfen, oder was? Mhm. Oh, Digga, der war richtig nice, Alter. Da haben die Aufprallführung geregelt. Boah, Digga, Alter, der scheppert richtig bei dem, Mann. Ey, erschrei nicht, du Kacktier. Ach Gott, wer ist denn hier mit Schrot unterwegs, Alter? Oh mein Gott, Alter.
Wenn Bomben, dann richtig. Hat der Knockout kassiert oder ist der eingeschlafen? Nee, das nö, der hat echt? Okay. Holy shit. Alter Mann. Hätte ich auf jeden Fall schon getroppt, glaub zweimal. Oh, er hat einen Totenschädel. Oh, lass ihn mal fangen. Ach Gott. Hm, Bruder, komm mal her. Ernsthaft, Alter? Ey, sind die. Alter. Scheiße, ist oder noch mal der Falle weggesteckert. Was ein Mobbing war. Und war ein richtig schneller Kampf, Alter. Na, Kampf kann man das jetzt nicht nennen. Ja, Mann. Fand ich, war aber lustig, Mann. So, wieder zurück zum Lager. Das war ein Boss. Ist noch gespawnt. Ach Gott, Brachydios. Ah, das ist bitter, wenn du ganz am Schluss was rat hier, dann fuckt schon ab, Mann. Besonders in der Heimat der Ältesten. So, Gewehrlanze zocke ich gerade irgendwie gar nicht mehr. Ich weiß nicht. Keine Ahnung, habe ich früher wirklich gern gezockt. Gerade überhaupt nicht. Und damit mit dem Huntinghorn, Veya ist, ich wechsle es immer ab, weil man kriegt Veya und Mesh nur im Doppelpack. Und Sera ist dann immer am Wochenende, oder es wechselt halt immer wieder, wechsle ich das durch. Ich bin ja der einzige Stammgast. Du bist, genau. Das stimmt, so. Ich hole mir jetzt einfach einen Vulcano-Dogaron, auch wenn er nicht so viel gibt, habe ich ja Bock drauf. Dann bleibe ich bei Schrot. Ja, ich bleibe auch bei Ei. Charge Blade. Eigentlich ganz nice. So. Wann kommt Safi wieder? Safi-Livestream werde ich wahrscheinlich am Freitag wieder machen. Ich brauche auf jeden Fall noch ein paar Mats. So. Alles ist gerufen. Ne, ist glaube ich gleich da. Na, ist gespawnt. Adi, Digga, was geht, ey? Hoff, bei dir ist alles fit. Oh, lol, nur zweimal. Da unten ist noch ein Knochenhaufen. Oh, lol, da ist noch eine Falle von mir. Mach nochmal weg. Besser ist es. Ach, geil, der ist sogar hier oben. Ey, lass den doch erstmal gegen die Wand laufen, Digga, Alter. Und dann mach das. Ey, weil hier schon wieder Traps liegen, ey. Das sind aber nicht meine Traps. Meine, diesmal. Was ist, Cory? Alter. Digga, ja, da ist ich hier.
Ich muss erstmal den Mantel jetzt anziehen, jetzt ist es eh vorbei. So, jetzt bin ich mal auf dem Arm drauf. Jetzt brauche ich mir ein paar Fallen bei dem Dude, man, der fuckt ja maximal ab, Alter, richtiger Flummi. Du wolltest ihn machen. Ja, ich mag ihn. Guck mal, ob er einen Knockout kriegt. Ach Gott, Alter. Na endlich, Alter. Nice Mount. Jetzt bitte nicht in die Falle, Alter. Wie er um die Palle rumtänzelt, ey. Na! Oh, Alter, wohin? Na? Oh, ich danke für den YouTube-Abo. War sogar gekrittet, Alter, das Abo. Heftiger Shit, man. Er kommt. Oh Mann, ist nicht mehr durchgegangen. Ich sehe gerade, alle die Blutung tropft mich ja richtig weg, Alter. Scheiße, in Türkei habe ich nicht. Türkei! Bin da, Leute. Komm mal her, Ode. Aber du willst sicherlich in die Falle gehen, ne? Feiner Doku. Nur am Zappeln. Ja, man, der ist, also der ist echt übel. Mega nervig gerade. Ja, man. Junge. Oh mein Gott. Aber wir gehen in die Falle. Oh, lol, er läuft an der Falle vorbei, Alter. Alter. Okay, Odo, dafür. Digga, da ist es sehr aber hart getriggert, Alter. Jetzt gibt's. Ah, er ist in der anderen Falle, oder? Er hat die andere Falle. Lol. Alter, wo will denn der hin? Ja, der war halt echt in der anderen Falle noch gefangen. Ja, krass. Na lol. Ich glaube nicht, dass Lakiakos ins Spiel reinkommt. Und es wäre ja schon irgendwie drin gewesen. Alter, warte mal, ich muss mir jetzt mal hinsetzen, dann geht mir auf den Sack. So. Ah, guck mal, wenn wir da haben. Da, Alter. Brachial-Tiggi. Ach du Scheiße, Mann. Der Tiggi halt die Scheiße. Ganz schön groß, der Dude, ja. So. Der ist echt riesig. Der ist. Alter, der ist schon. Der ist echt ein Monster.
Aber wenn du machen willst, gönn dir, ne? Voll dabei. Ich weiß ja nicht, ob ich von dem schon was hab oder nicht. Aber wir wollten ja eh die Dings jetzt hoch, hoch pushen. Oh, nice, zu Füßen gelegt. Man kann ihn gegen die Wand laufen lassen. Junge, Junge, Alter. Die Wyvern hat mich fast out of map geschossen. Muss mal schärfen hier. So, Mats. Ich geh den mal einfangen. Okay. Jo! Dann brauch ich auch nicht schärfen gehen. Einen Totenkopf. Okay, hat sich auch erledigt. Gormagala finde ich auch, wäre auch cool. Oder eben Malatrion. Alles außer Fatales. Belagerung, da musst du halt erst Rayang machen, danach musst du Zinokre machen. Und dann kommt erst die Belagerung mit Safi. So. Ja, willst du den Tiki noch machen oder was? Nee, weil sonst zieht's mir das Dings wieder runter. Warum rennt ein Brach hier im Dschungel rum? So. Warum ist der Brachi so riesig? Ich der weiß, die sind irgendwie hier gemoddet. Das haben auch welche drunter geschrieben mit der so Figur. Groß? Was? Warum sind die alle so groß? Guckt euch mal den Brachi an, Alter. Was ist denn das für ein Schinken? Alter, wo ist denn der? Ey, der muss jetzt ganz runter, Mann. Egal, ich hab jetzt keinen Bock da runter zu gehen. Der ist oben, neben dem Lager direkt. Ah, okay, warte, dann kann ich gleich mal direkt rüber neben dem Lager. Ich habe im Übrigen einen Sticker, den Haki auch sehr, sehr gefallen wird. Das mit dem cool, mit dem cool, dass dein iCloud ist, ist schon ein cooles Easter Egg. Also allein weil dieser Sticker drin ist, werde ich das Spiel nachher deinstallieren. So, was können wir denn noch rufen? Nee, ganz sicher nicht. Nee, Bruder. Boah, hier ist jetzt. Wir könnten den anderen Tiki rufen. Was gibt's denn da noch? Säureklamin, das geht glaube ich nicht. Ne, geht auch nicht, Digga. Auch nicht, Bruder. Boah, die will ich mir eigentlich was später aufhalten. Ja, wir machen dann einfach den hier. So, Monster ist gerufen. Schau dir mal den Brach hier an. Wo ist denn der jetzt hier, ey? Oh, er rennt weg. Komm her. Komm zurück. Ach, drauf geschissen. So. Brauchst du keine Goldkrone mehr von dem? Eldorado Höhlen, okay, aktuell lohnt sich's nicht mehr. Die Waffen sind halt voll, sind halt nicht mehr gut. Das war halt früher so. Essen, Glavinus, echt jetzt. Wäre cool auch wenn, aber nee, das könnte, wird nicht passieren. Na, mal schauen. Ja, ich muss mal gucken, wann wir wieder eine Community Hand machen. Muss mal schauen. Vielleicht nächsten Sonntag auf Xbox dann. Kann man zusammen zocken. Ich auf PS4. Mm-mm. Oh fuck. Schalt mal wieder um. Oh, da ist auf der anderen Seite. Ja, PS4 muss ich mal schauen. Wann ich da wieder unterwegs bin. Dadurch, dass ich halt auf beiden Konsolen angefangen habe, dann hat es mich voll auseinandergezogen. Und dann habe ich auf Xbox fast nichts mehr gemacht. Das ist halt irgendwie blöd. Wir hätten einfach Crossplay machen müssen. Das muss auch unbedingt mit dem nächsten Monster Hunter Teil passieren. Das Crossplay ist die Scheiße. Und dann bitte nur zwischen Konsolen. Ja, das kannst du dann wahrscheinlich einstellen. Ist mir auch egal, ob ich jetzt hier mit PC spiele oder nicht. Ich bin sowas von Latte. Weil du kannst ja entscheiden. Es geht ja nur darum, mit den Leuten anzuzocken. Ja, wie gesagt,
Wenn sie es mit Dings machen, dann nur mit der Einstellung halt, ob man aussuchen kann, ob man mit PC will oder ohne. Ich werde ihn mal gegen die Wand jagen. Ja, moin, Digga, Alter, da ist glaube ich ein Zahn gebrochen. Abflug! Ich stell mir gerade vor, Cory, ne? Ich stell mir vor, es gäbe Crossplay, du kannst das nicht einstellen und bist gezwungen. Also PC-Spieler können jederzeit mit dir mitzocken. Guck mal, wer rastet ja schon bei SD aus, was im Endeffekt nur normal ist. Stell mir vor, wir würden eine Mission machen zu Community Hunt und bei Way und Mesh wäre einer drin mit so einem One-Shot oder so. Dann ist halt so, Digga, ich finde es jetzt, mein Gott, dann ist halt so, ist auch mal lustig, wenn du so einen Spieler drin hast. Aber die werden sowieso nicht random zocken, Digga. Das wird nie passieren. Ja, aber ich meine, bei einem Community Hunt. Ach so, ja gut, dann ist halt so. Ja, da rastet die natürlich schon aus. Wird richtig an die Decke gehen. Ja, ja, schon. Ich muss mal den Kopf weich machen. Alter, der ist auch zu hyperaktiv jetzt, der Dude. Ah, der ne, Kopf ist leider nicht weich. LOL, also ich bin ja fast down. Jetzt nicht mehr. Mats hier aufsammeln, ey. Boah, bei mir steht demnächst auch ein Praktikum an im Sommer, ey. Da muss ich mich jetzt eigentlich bewerben. Ich hab so gar keinen Bock. Bin ich mal gespannt, wo ich lande, ey. Praktikum? Ja, wegen der Schule, Alter. Acht Monate Praktikum in irgendeiner Firma. Ich werde wahrscheinlich mehrere Firmen haben. Also ich habe jetzt auch keinen Bock, 8 Monate hin. Ich will ja mehrere Sachen sehen und nicht nur eine Firma. Ja, aber ich bin mir noch nicht wirklich sicher. Das ist so richtig dumm, du musst dich jetzt bewerben und wir haben aber noch nicht mal alle Themen durch. HTML haben wir gerade angefangen, Animation haben wir noch gar nicht gemacht und du musst dich jetzt bewerben für den Sommer. Bist du behindert, Alter? Wir haben jetzt schon Gestaltung durch. Gestaltung werde ich safe aber nicht machen, das weiß ich jetzt. Na, ist schlimm oder was? Ach, Gestaltung, Digga. Es ist am Anfang cooler, wenn du dann, wie gesagt, das 50. Flyer-Ding machst, den 50. Poster und keine Ahnung, und dann macht es immer keinen Spaß mehr. Alter Schwede, ey. Clustert hier jemand, Digga? Oder war hier wieder Explosion, ey? Nee, das war ich wieder. Und ich mit Deto. Hey Kollege, bleib mal da, Bruder. Hey. LOL, er hat durch die Schleuder bei mir einen Knockout bekommen. Beste, Digga, ey. Ja. Durch die Schneckkapsel. Nice, Mann, ja, ja. Jetzt du dann getriggert. Ja. Wir könnten ihn auch fangen. Ja, lass mal fangen. Macht irgendwie einen Abflug, er hat so gar keinen Bock, Alter. Wo geht denn der pennen, Mann? Guck mal, Dynamit. Ich hab was mitgebracht für Tiggy. Guck mal. Ein Regenschirm, damit er nicht nass wird. Die Lightbogen von Amir Deske. Hat jemand noch eine Falle? Dynamit ist noch gestummt. Futtert noch. Naja. Das Geschmatze und Gekaue will sich doch kein Schwein anhören. Ah doch, Digga, doch. Ja, macht dich das geil oder was? Oh ja, auf jeden. Hm.
Direkt mal AFK gehen im Zug. Verwesungsbio ist ja dann wieder einfach wieder auf 7 gestiegen. Warum? Genau, wenn die bei mir in die Jagdgruppe rein will, muss erst 2 Wochen Praktikum machen, Digga. Muss mir ein paar Sachen überlegen. Kaffee bringen auf jeden Fall. Quests, irgendwelche Monster hosten, Alter. Soll, Glavinus fuckt maximal ab hier. Nee, Cory. Ein paar Charaktere auf Meisterin 100 spielen. So sieht's aus, Alter. Ein paar Jules farmen. Das gehört alles dazu, ist Aufnahmeprüfung. Da müssen ein paar gute Jules dabei sein, ansonsten passiert nichts. Also wenn nicht mindestens 2 Vierer wenn nicht mindestens 2 Vierer Angriff Jules und ein paar Handwerk Jules und sonstige Sachen drin sind, Digga, dann brauchen wir da gar nicht drüber reden. Oh Mann, ey. So, neues Monster. Ah, ich kann auch gar keins hervorlocken. Okay. Genau, oder du brauchst doch eh keine Jewels, du hast doch eh keinen Platz dafür, das ist alles voll mit Lebenskraft gewesen. Doch, ich brauch noch ein paar Jewels, brauch noch ein 2er kritischer Blick brauch ich noch. Doll, Verwesungsbonus ist wieder auf Max. Das geht zum Glück nicht runter, alles andere schon. Riesiger Förderplatz ist erschienen in der Wildturmödnis, gefällt mir. So, jetzt muss man mal gucken, was sind gespawnt. Nee, nichts. Schauen wir mal Monster hervorlocken. Alter, so ein schicker Jackras. Ruf doch mal einen Toaster. Nee, ich hab was Besseres, Digga. Ja, was richtig Schönes. Nee, ich will mir die später, für später aufheben. Wenn die dann gehärtet sind, Digga, wegen den Steinen. Deswegen will ich die nicht verbrauchen. So, wir. Oh Gott, Digga, ich hab noch einen Schwächer, Alter. Ich mach Cory essen. Ich schneide das Brot, ey. Boah, ich hab echt Hunger, ich muss mal nachher gucken. Ich muss echt noch zum Wiener Wald mir irgendwas holen, Mann. Geh doch zum Dönerladen, wo ihr wart. Wenn dein Kollege den Tisch kaputt macht. Also, zu dem Dönerladen kann ich nicht mehr, Digga. Da bin ich schon ein halbes Jahr nicht mehr hingegangen, Alter. Da kann ich mich immer blicken lassen. Ehrlich? Ja, nee, was? Ich hab keinen Bock. Digga, da hab ich keinen Bock drauf, Alter. Das war ja eskaliert, komplett eskaliert. Ich konnte zwar einigermaßen noch, noch unten in den Griff kriegen, aber da brauchen wir nicht mehr. Also dein Kollege und die. Ja, er hat auf jeden Fall schon rumgeschrien und der Dönerladentyp war. Der hat nicht so rumgeschrien, war aber auch abgefuckt. Es war einfach blöd. So. Ja, da habe ich dann Angst, dass der irgendwo was in Döner gemischt bekommt, Digga, wenn ich dann Döner kaufe, Alter. Oder was? Ja, der hat sich auf den Tisch gesetzt und der Tisch dann zusammengebrochen. Das war was, Alter. Man wollte ihn aber nicht zahlen, also auch nicht, keine Ahnung. Er hat sich halt einfach, da saßen draußen welche, hat sich dazugesetzt, aber halt auf den Tisch. Und dann ist er halt auch nicht, er ist jetzt nicht dick, aber er ist schon kräftig. Ne? Und dann ist der Tisch halt, war halt nicht so stabil, zusammengebrochen. Ja, und dann war Rambazamba, Digga, dann Tisch bezahlen, 100 Euro, dies, das. Und dann, was für 100 Euro? Naja, und dann haben wir am Schluss wieder gerade gebogen. Kein Sinn. Wie gerade gebogen? Ja, dann haben wir den halt, das war halt so dünnes Metall, Digga, haben wir das Metall halt wieder gerade gebogen. So. Das war dann, keine Ahnung. Dann sind wir gegangen. Ach, jetzt in dem seine Dönerbude einfach auf dem Ding zu irgendeinem Video erwähnt. Ja, genau, das hätte das 50 kaufen können. Ich hätte, keine Ahnung. Das irgendwie anders machen müssen. Alter, warum ist denn der direkt rot, der Dude? Böses Kuhlo. Ah, du willst stechen, ne? Können wir gern machen, Kuhlo, ist kein Ding. Aber ich bin auch gar nicht so auf Döner im Zug, weil wir in der Stadt immer Döner fressen zum Mittag oder relativ oft. Und von dem her ist gar nicht schlimm, dass ich hier nicht zum Dönerladen mehr kann. Ah, wo kommt denn der Digi her? Lol, dass der hier gespawnt ist, Digga. Oh, lol. Einfach Chicken ist einfach weg, ey. Hey, wo ist denn das? Ach, da. Das ist aber auch klein, finde ich. Groß ist das Chicken nicht. Tiki können wir auch gleich mitmachen. Und dafür hat der Tiki ganz schön Größe, ne? Ja. Der Bruder verrat. Oh mein Gott.
Gegen die Kulu. Das Kulu lag eh schon. Ah, die Charge für das ist auch einfach nice, ey, Bruder. Die Waffen muss ich auch noch testen, wie stark die sind, im Gegensatz zu den anderen Nicht-Element-Waffen. Oh mein Gott. Ich merke gerade, ich muss erstmal umschalten. Alter, hier liegt aber auch viel auf dem Boden. Ich gehe erstmal sammeln. Ja, das ist so Zeug. Wenn ich jetzt nicht drauf gehe. Ach man, Alter, chill doch, Tiggy. Alter, chill doch! Spast. Der will halt Nappen von dir. Scheinbar, Digga, da gibt's aber nichts zu fressen, Alter. Da stimmt das Recht, ist ja eh nichts dran. Ja, ja, das stimmt halt aber auch nicht ganz, ey. So dünn bin ich jetzt auch nicht. Scheiß Kulu. Hätte ich wohl gerne, Alter. Solange ihr den Kulu macht, bearbeite ich mal hier nochmal den Tiggy. Du meinst, weil der Tiggy bearbeitet dich? Nö, das ist andersrum, Digga. Ich bearbeite den Tiggy, aber vom Feinsten, Alter. Drücken wir mal hier eine schöne Falle rein, weil er kommt direkt, Alter, angestürmt. Alter, bei mir leckt es gerade voll. Hat er noch seinen Knockout kassiert, Digga? Gibt er eine Urknall-Kombi, Alter? Mal lieber ein bisschen verkackt. Alter. Jetzt haut er zu euch ab, passt. Mal ein bisschen gönnen. Ich sehe Tiggy, ist aber die Face drauf geflogen. Ich komme mal zu euch rüber. Schildjewel ist schon etwas seltener, geht aber eigentlich. Ich glaube, ich habe 2 oder 3 Stück. Aber ist natürlich auch Glück. Alter, der Tiggy ist echt groß, Alter. Das ist schon broken, Mann. Warum sind denn die alle so auf Droge, Mann? Das ist wie das Steroide gefüttert hier in der Leitung. Ach Gott, da liegt er, Digga. Da liegt er, Alter. Der arme Kulu, Alter, wie er da liegt. Der war schon klein, ey. Ey, der tut mir das. Oh, läuft nicht sehr. Jetzt bin ich auch gestorben, Digga. Oh, Mann. Digga, und ich war dran, Alter. Oh, Cory und Kulu, Kulu. Der arme Kulu, Mann. Der war echt dünn, Mann. Der Kulu war nur Haut und Knochen, würde ich sagen. Ja, der rennt einfach mal an der Falle vorbei. Ach, Dynamit, wenn du fallen willst, sag Bescheid. Überlass das doch den richtigen Fallen. Nee, nee, Schockfalle und er rennt jedes Mal dran vorbei. Ja, warte, ich muss noch fallen. Ja. Er ist maximal triggert hier. Aber ich habe auch noch eine Falle. Ich kann die nur meine drücken. Lol, wir haben 2 Fallen, ist aktiviert. Oh, hat er noch ein Leben oder was war das gerade? Nee. Komm, lass durch. Nein. Daneben. So, bin auf dem Weg. Hab Fallen dabei. Wir können nochmal gegen die Wand laufen. Fallen, ah, jetzt ist er wieder rot. Scheiße. So ist das, Tiggy. So ist das. Digga, Alter. Von wegen, ey. Erwisch dich. Erwisch dich. Also, soweit ich weiß, es wird wahrscheinlich bis September supported und dann war's. Das finde ich aber auch okay. Die sollen sich dann auf World 2.0 konzentrieren. Irgendwas fehlt mir. Ich kann keine Shop. Ich weiß auch gar nicht, wie oft ist ein Iceborne verkauft worden? 6000 Mal oder haben die weniger? Die posten es ja immer ab und zu. Weiß es jemand? Iceborne selber? Iceborne selber, das haben sie auch schon. Ein paar Millionen. Ja, ja. Aber wie oft weiß ich jetzt auch nicht, ey. Lol. Alter, ich bin irgendwo unter der Erde, Digga. Beste Leben, Mann. Ja, ich seh's gerade. Hä, was? Maulwurf. Ne, Cory, das Mauli. Ich hab mal selten einen Maulwürfen gesucht, aber leider keinen gefunden. Ich wollte die ausbuddeln.
Koryphäus-Mauli, ne? Ja, Mann. Mauli im Spiel? Mit so einer fetten Brille, Alter. Mit so einer dicken Hipster-Brille, genau. Stell dir vor, du bist mit irgendeinem Wickler so richtig dicke, Alter, und der macht dich irgendwie, verewigt dich in irgendeinem Game, Alter. Wäre schon mächtig. Gut, ich bin im Anthem verewigt im Endscreen, Alter. Das ist schon edel. Oh, wow, wer guckt sich den Endscreen? Ja, ja, aber trotzdem, so. Digga, ich stehe im Abspann drin. Zwar ist das Spiel leider nicht Bombe, aber ich stehe im Abspann, Bruder. Das ist schon mal edel. Ist schon mal was. Ja, es ist Potenzial zum Steigern da. Man fängt immer klein an, man fängt klein an. Du brauchst Glück, dass überhaupt jemand dieses Gummy-Game noch kauft. Ja, und dann brauchst du nochmal Glück, dass ich derjenige auch das Ende aber trotzdem. Weil das schaut nicht jeder. Die meisten skippen das. Weißt du, da ist ja noch Platz nach oben und man muss ja nicht gleich ganz oben beim krassesten Game mit drin sein. Natürlich, Battlefield Instant. Hä, hey, was für Battlefield, Digga? Wenn wäre ich gerne irgendwie bei Witcher oder so. Oder bei Mass Effect drin. Das wäre edel. Ja, Mass Effect ist viel zu alt, ey. Ja, ja, mal gucken. Ja, ich hab das schon keinen mehr. Ich bin ja immer noch in diesem Game-Netzwerk da drin, Game Changer. Vielleicht, wenn dann Mass Effect irgendwann mal kommt, Digga, in 5 Jahren oder so. Oder noch länger. Vielleicht stehe ich dann auch drin. Wobei ich den Entwickler schon hart enttäuscht habe, Alter. Wo ich gemerkt habe, dass das Spiel scheiße ist, habe ich kein Video mehr gebracht, ey. Aber was soll man machen, Bruder? Die sind selbst schuld. Ja, finde ich auch, Digga. Wenn man halt so einen richtigen Müll abliefert und es halt nicht fertig programmiert ist, das war ja richtig übel, Mann. Die, das ist man selbst schuld. Ich habe mich ja gerade auf diese, wie hießen das da, ich weiß gar nicht mehr, auf diese Raids da halt gefreut, auf diese Dungeon. Und die höchste Schwierigkeit, das war nicht mal balanced, Alter, das war schon belastend. Einfach traurig, das hätte so gut werden können, das Spiel, das hatte so viel Potenzial. Und dann haben sie es halt einfach viel zu früh rausgeklopft, ey. Weißt du, was killer wäre, wenn dein Name bei Dying Light mit drin stehen würde? Ja, keine Ahnung. Ich bin jetzt auch nicht so der Dying Light-Fan, ne? Ich habe noch nicht den ersten Teil noch nicht gezockt. Das Spiel ist krass, man. Dying Light. Allein wenn Rio und ich Dying Light 2 anfangen, ne? Ich weiß schon, wie das enden wird. Ich werde vom Krankenhaus aus zocken, weil ich mit einem Lachflash ersticke oder so. Ach, keine Ahnung. Scheiße. Das Spiel ist so geil, man. Ich freue mich so drauf. Meine andere Waffe zocken. Was mit der Luna? Die können wir eigentlich auch wegflexen, oder? Oh, die Luna nehmen wir direkt. Da muss ich erstmal gucken, was ich nehme. So, jetzt schauen wir nochmal in den Chat rein. Ja, einfach wie gesagt, gehärtete Drachenälteste klatschen und irgendwann kommt dieses Tool raus. Das ist einfach Glück. Die Waffen zu erwecken, da musst du halt an die Schmiede gehen und verbessern. Und dann, desto krasser sie verbessert sind, umso mehr leuchtet diese Waffe halt. So. Was komme ich denn bei Luna, Digga? Puh. Ist Charge Blade? Habe ich nicht ready. Jetzt deswegen, weil ich brauche Black Diablos. Weiß ich noch. Da war doch was. Ah, stimmt doch. Alter, ich weiß, was ich komme, Digga. Ich habe sogar Bock draus, muss ich ehrlich sagen. Habe ich sogar Bock drauf. Nee, was anderes. Wirst du gleich sehen, Digga. Ist für euch sehr angenehm. So. Gut. Ja, während Cori sich noch der Dings noch vom Kleiderschrank steht und fragt, was er sich anzieht, bin ich schon am Knüppeln. Ja, das ist hier gerade ein bisschen länger geworden. Ich habe noch in den Chat reingeguckt. Musst du dich noch schminken, oder was? Oh, fuck. Ja, nee, ich bin auf jeden Fall falsch geschminkt. Jetzt habe ich das Set nicht mehr an, schade. Ich habe gespeichert. So, ich komm. So.
Alter, hier überall sind irgendwelche Spuren verteilt. Überall fackelt es schon. So, Luna. Guck mal her, Bruder. Ach ja. Hat jemand eine Drachenältestenfalle? Jo, immer dabei. Bring ich mit, Sekunde. Also wenn sie jemand hat, dann Sera, das halte ich so ein. Das ist Schockfallengeheimnis, Digga. Was hat, alles das ist Schockfallengeheimnis, Digga. Dann kann man auch Drachenälteste in die Traps setzen. Ja, ich hab sogar Schockfallen für Ganshi. Es kann diese Viecher sogar automatisch quälen und töten. Lol. Diese blöden Kackdinger, ey. Ja, das Beste. Alter, ich hab 181er Ticks auf ihren Schädel. Wenn das nicht broken ist, man. Ich belasse es mal bei 343er Files, ne? Alter Schwede. Die wird so schnell down sein, allgemein jetzt mit der Combo, Digga. Hä? Da hab sie in der Luft gestaggert. Spielt sich ganz comfy gegen Simon, muss ich ehrlich sagen. Oh scheiße, ich habe keine. Shit. Bei mir ist gleich Ende, ey. Boah. Ich habe kein Schießpulver 3 mehr, Digga. Belastend. Was? Ist leider ausgegangen. Muss man wieder hier kaufen, ey. Mount. Oh fuck, Digga. Das hat es gerade in dem Moment getriggert, Mann. Ich wollte schon aufhören zu schießen. Das war gerade die letzte Munition, Alter. Richtig. Oh, alles cool, ich sitze doch noch drauf. Ja, schon, aber es ist trotzdem blöd. Du kannst keinen Schaden machen. Ja, lol. Digga, jetzt kommt der Knockout noch. Also, dein Mount war aber richtig gut, muss ich sagen. Naja, klar. Deswegen sage ich ja, es ist halb so wild, damit der nichts wegen der Lebung. So. Ja, der Mount ist ja aber gar nicht durchgegangen, weil es der Knockout ist zu Boden. Nee, der ist durchgegangen. Nee, bei mir waren aber Sternchen bei ihrem Kopf. Vielleicht war das dann irgendwie im gleichen Moment, ja. Hatte Sternchen. Spielt doch gar keiner mit Eto, oder? Ja, ich? Was meinst du, warum liegt die so oft, Digga, doch nicht von deiner Judge Blade? Ja, doch. Alter. Alter. Doch, schön auf den Kopf geballert, Alter. Habt ihr eigentlich erst an Mihawk mit seiner Heavy Bowgun gedacht? Ja, ich habe es. Das, nee, ich bin auf Light Bowgun mit Eis. Ja, jetzt ist natürlich. Ach, der Sera mit das Schrot. Oh Gott, ich bin ja natürlich, Alter. Der Ketzen komplett pumpt mit komplett Blank. Hey, ich komme jetzt auch mit Schrot. Weil leider ist die Deto leer. Hm. Das Kätzchen wird voll gepumpt mit Blei, so wie es sich gehört, Mann. Alle keine Ehre hier. Aber du oder was mit der Eischarge? Ja, Dynamik, der tut ja, nur. Der Oha, die Fokus, ey, Bruder, darf ich da nicht mehr runterkommen, Mann. Treibt komplett, Mann. Oha! Aber nice, hat sie hinten die Ulti gezogen. Cory und Luna spielen ohne uns. Immer. Oh, schicke 30er Ticks auf ihren Kopf.
Ich dachte, ich heil dich. Ja, ja, pass schon. Also die fuckt ja gerade maximal ab, ey. Die ganze Zeit mit ihrem scheiß Tail. Hä? Die macht eine Attacke nach vorne hin, ich bekomme Schaden, alles klar. Hat aber gedroppt gerade. Könnte auch mal wieder gelb werden, die alle. Ah. Ich geh noch mal schnell an den Kopf. Ach komm, bitte geht das. Bruder, nicht runter. Oh, fuck. Jetzt machen wir einen schönen Wake-up. Ein Wake-up? So sieht's aus, Mann. Ja, Digga, irgendwie mit so Upgraden von Sachen bekommen wir, weiß ich nicht, ich muss echt mal das Tortenmenü anpassen, auch noch ein paar andere Sachen. Aber also du laberst was von Wake-Up, lässt du dich kommen ja. Gehen, du musst und, voll in die Hose. So, ja, Digga, verlaune Laber und Bruder, die schläft doch, ich seh wow, gut, die ist geschlafen. Ey, sorry. Mann, das hat Rivo halt nicht abgelenkt, Digga, wegen dem scheiß Tortenmenü, ey. Doch, doch, Alter. Jetzt ist Rivo wieder schuld, ja? Natürlich. Genau. Naja. Abflug, Madame, hier. Stopp, Kiefer. Ja, Rio, du kennst doch Cory und sein Tortenmenü, ne? Bestes Tortenmenü, Digga. Da wird's. Ja, was los ist, Alter? Der rennt ja auch immer noch mit Nullbeeren rum, der Junge. Braucht man auch. Ja, der steht doch nochmal heimlich in der Ecke und ist Nullbeeren. Braucht man auch. Es ist, er sagt sogar noch, braucht man auch. Digga, ich bin froh, wenn ich meine Nullbeere hab, Alter. Oh mein Gott. Ich merk schon. Du bist auch so eine Nullbeere. Ab und zu, Digga, so eine schicke Nullbeere ist nicht verkehrt, Mann. Das wird sich nie ändern mit dem, das wird immer so sein. Ja, Nullbeere am Morgenvertrag, komm mal sorgen. Objektbeutel. Objektbeutel ist babamäßig, Alter. Ein Objektbeutel ist Dogshit, Cory. Nein, der ist einwandfrei, Alter. Du hattest in deinem Tortenmenü ja Schrot. Zum Nachladen, nicht zum Nachcraften. Ja, das war aus Versehen. Also das war dann aus Versehen. Yeah. Sowas habe ich doch nicht drin, Alter. Cory, ja, doch, ohne Witz. Jetzt raus. Ja, als ob. Ja, genau, Digga. Sicherlich, ey. So. Das war dann aus Versehen verdrückt. Ich kann nur Maxi-Tränke schlucken, weil ich keinen Bock mehr habe, irgendwie so eine Drecksanimation abzuwarten. Da ist die Zeit zu schade. So. Moment, ist jetzt irgendwas noch gespawnt? Ich weiß gar nicht. Genau. Da, Rio, da war's nicht nur du froh. Ich war auch heilfroh, Mann. Ich stell das jetzt nicht so schlimm, ja, Alter. Das Tortenmenü geht einwandfrei klar, Alter. Ihr stellt euch an, als wäre das die absolute Krebsscheiße. Das stimmt ja aber nicht. Ist es? Nein, er übertreibt doch nicht, Digga. So ein dummes Geschwätz. So, ich komme jetzt. Was kann man denn noch kommen, Alter? Aber ich habe da eigentlich nicht so viel ready. So ein Oldschool. Ich nehme mal hier so ein Oldschool-Großschwertbild. Schauen wir mal, was wir jetzt noch rufen können. So. Oh fuck, ich will doch nicht benommen, Bruder. Ach, Monster kann ich noch gar nicht rufen. So. Alter, da war ist hier aber richtig gutes Zeug dabei gewesen. Edel. Freie Mahlzeit und Verwundbarkeit, Digga, wird direkt eingebaut, Mann. Das ist wirklich so, als wir das gemacht haben, ne? Rivo ist so ausgerastet wegen deinem scheiß Tortenmenü und alles, als würde er mit Japanern spielen, ey. Genau so ist er ausgerastet. Ja, der rastet ja immer aus, Mann. Genauso wie du. So. Hey, wieso nicht? Monster, du rastest genauso aus, Alter. Klar rastet man aus, wenn das Torten-Menü einfach nur scheiße ist. Und damit der Livestream Bescheid weiß, Seraphim ist dann von damals das Unreal Tournament-Kind. Ja. Alles klar, ja. Wahrscheinlich. In Rio ist noch die härtere Stufe davon. So. Das okay, geht. Monster ist gerufen, aber warte mal, muss man auch was essen. Cory, ich will dich nicht an den Livestream mit Nergi erinnern, ne? So wurde Nergi.
Ja, Digga, war ich auch ein bisschen triggert, Alter. Jedes zweite Wort von dir war Digga oder Hurensohn. Jedes zweite. Da muss man aber auch dazu sagen, da bin ich nicht ganz unschuldig dran. Ich glaube, ich habe die ganze Scheiße ja überhaupt erst losgetreten. Das weiß ich gar nicht, aber war cool. Ich fand es eigentlich relativ lustig. So. Doch, war auf jeden Fall unterhaltsam, ja, Mann. Das ist wichtig. Wie trifft er mich an, Hurensohn? Also man hat sich wirklich selten in einem Livestream, glaube ich, so oft nur so sagen. Du müsst ihn mir nachträglich nochmal anschauen. Hast du einen guten Bogenbild aktuell noch nicht? Das hat auf jeden Fall Tanzverbot-Qualität gehabt. Ach Gott, rage so hart rum, oder was? Ich guck den gar nicht. Ach, der konnte das doch auch immer echt viel. Tanzverbot, Digga. Die besten Rages immer noch, hat immer noch, wenn sie noch aus der COD-Szene, wer kennt Edotrix? Wie der immer rumgeschrien hat, ich hab mich so totgelacht, ne? Ach, diese künstlich überaggressive Scheiße, da kann ich mir gar nicht. Ja, aber das hat halt was gehabt, wo da gekippt die Scheiße. Das Schlimme war halt auch einfach, das war halt einfach funny as fuck, wie der rumgeschrien hat. Dumm, Digga. Das war jetzt hier richtig dumm. Alter, wo sind diese Scheiße? Wenn man ihn noch nicht kennt, dann kann man sich ein, zwei Videos geben, wo man noch lacht. Oh, ich danke dir für dein Abo. Kann man sich nicht geben, weil man einfach merkt, wie künstlich das ist. Das ist ja, wenn das ich ist den klar. Jungen echt begegne, halt den würde ich ins Gesicht treten. Ich denke, weil der Mantel nicht relativ viel stellt. Verdammt, Tesch. Ja, aber das ist, als würdest du irgendwelche Minecraft-YouTuber angucken. Das ist genau das Gleiche. Sie irgendwelche Kinder ärgern oder so einen auf Möchtegern machen. Ja, ich hab da einen getrollt. Voll lustig, unbedingt gucken. So richtig schlecht gemacht, am besten noch mit so Handy-Mikro aufgenommen, ey. Hey, man kann nochmal gegen die Wand laufen lassen. Habt ihr noch was? Da liegt viel auf dem Boden. Ja, sitzt drauf. Und bitte geht er durch, Bruder, bitte! 1200, Alter, hat gesessen, Mann. Der war absolut edel. Komm mal her. Ja, Mann, Alter, noch mal 1000er. Holy shit. Das schmeckt ihr scheinbar. Genießt das Peeling hier. Böses Gott. Alter, zwei Fallgruben, Mann. Ah, der Kopf ist nicht nur weak. Alter, fuck, es wäre noch gestaggert. Fallgruben hasse ich, Mann. Der Kopf wackelt, ist ja nie normal, Alter. Oh, Digga! Nochmal 1-1. Alter, da war wieder komplett Ende, ey. Alter, Großschwert wird einfach viel zu selten gezockt. Muss mir die Scheiße hier einsammeln. Alter, ich will nicht wissen, was da mit dem neuen Großschwert-Bild möglich ist, Mann. Ach scheiße, kann ich das Schwanz noch wegnehmen? Ach du Kacke, Alter. Ach scheiße.
wird aber anders misshandelt, muss man sagen. Auf jeden Fall, ist gut. Und bah! Alter, nur ein 700er, scheiße, der ging glaube irgendwie auf den Hals, Mann. Belastend. Bruder, ich muss hier erstmal auflesen, Alter. Göttlich, was hier rumliegt. Alter, das hat maximal Fun gemacht mit dem Großschwert, muss ich sagen. Großschwert macht Laune. Ja, Mann, das macht richtig Laune, besonders wenn der Hit so groß ist, Alter. Ich spiele hier auf Xbox. Also mit der Xbox. 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 Hä, wo ist denn das Ding jetzt hin? Geht wahrscheinlich jetzt sowieso pennen. Ja, hier irgendwo. Ja, die liegt hier auf dem Fußboden bei mir. Alter, warte, da muss jetzt ein Wake-up machen. Kannst ja gerne probieren, aber die fuchtelt hart. Na, okay, schade. Egal, egal. Dann hat oh, Alter, wenn sie jetzt so gestorben wäre, Digga, wäre epic gewesen, Mann. Ich bin auf sie runtergesprungen und hab auf den Kopf getroffen. Aber sowas von Deluxe. Na, schade. Aha, okay, Digga, heute machen wir keinen Bananenfresser. Was, keiner, ja? Den habe ich mich am meisten gefreut, ja? Außer er ist zufällig hier unterwegs, ey. Zweimal rosa Rathian. Oh, großer Geistader Edelstein, leider kein großer. Gibt's auch nicht zusammen. Jo, was ist noch gespawnt? Ein Bariot wäre eigentlich auch ganz nice, aber leider nicht in der Wildturmödnis. Ja, wenn du einen guten Bogenbild suchst, kannst du einfach hier Silberrad anders spielen. Garuga bei den Schienen. So. Oder du gehst auf Safi. Je nachdem, wie gut du Bogen spielst. Ne? Ich glaube, ich bleib nochmal auf Großschwert. Das war gerade zu nice. Zu edel. Schauen wir mal hier. Und? Ah, Palico-Versammlung, Digga. So. Oh, ich danke für dein Abo auf YouTube. So, Monster hervorlocken. Was hatten wir denn noch nicht? Was kann man denn noch machen, Digga? Oh, Digga, da geht das Großschwert auch so maximal steil. Wen hast du gerufen? Tja, Digga, das wüsstest du wohl gern. Ein Monster, womit ein Großschwert regelrecht zerfetzen kann. Gibt es zwar nicht so viele Punkte. Rate mal, Alter. Ist auf jeden Fall ein leichtes Viech. Ach, der geht ein bisschen Jakras. Puckey, Digga. Ja, krass. Der wird jetzt hart penetriert, Mann. Pucki dann. Ja, mal ein Monster, wo man nicht hatte. Ich hoffe, wir kommen bald zu den Drachen, obwohl die kommen halt erst bei 7. Ich weiß aber gar nicht, wie hoch bin ich denn jetzt aktuell? Ich glaube, bin ich schon auf 6? Nee, leider erst auf 5. Ich will die Drachenältesten jetzt nicht verballern. Edel. So, wir schalten mal um. Wie kriege ich Rajang? Du musst halt die Quest da annehmen, ne? In Seliana lila Ausrufezeichen und dann, wenn du ihn gehärtet haben willst, musst du das Lava-Biom hochballern auf 7. So. Ey, der Arme, eilig. Der würde erstmal jetzt gegen die Wand laufen. Oder auch nicht. Ich bin sicher, dass man Trap, ey. Ja, er ist eh zu weit weg von der Wand. Ich werde jetzt hier mal schnell den Kopf weich machen. So. Also ich tippe, der Schlag bei dem Dude, Alter, 1-3, sage ich. Schreibt mal in den Chat rein. Oh, Bruder, Alter. Alter,
Ja, Digga, du hast aber auch Skabbel Großschwert, ne? Dann sieh mal, ja, ich habe jetzt hier noch nicht abgegradet. Ist halt so, kann man jetzt nichts machen. Schreibt mal in den Chat rein, was ihr vermutet, wie groß. Ich hoffe, ich krieg den Schlag jetzt hin bei dem, Alter, weil er war. Oh, Alter, ist ja maximal hier. Gucken. Was sagt ihr? Ich sag wie gesagt 1-3. Der geht durch, Bruder, der geht durch! 1-1-59, schade. Da habe ich irgendwie gedacht, da geht irgendwie mehr. Und was haben wir? Bruder? 1-2? Na, fast, Mann. Mehr geht, glaube ich, aber nicht. Obwohl, Aufhetzer. Obwohl ich Höchstleistung jetzt nicht abgewesen wahrscheinlich. Bruder, wohin mit dir? Digga, der wird schon hart penetriert, der Arme, Alter. Oh mein Lord, Junge. Fuck, der Kopf ist nicht mehr weich. Alter, was hier auf dem Boden liegt, Mann. Nicht normal. Ich merke gerade, das Großschwert wird jetzt nicht mal augmentiert. Beste Leben, Alter. Na los, komm, ich mach was stolz. Sterb beim Poki. Ja, Mann, Alter, das wär's. No risk, no fun hier. Wir können ihn in die Wand laufen lassen. Kann ich danach direkt machen. Er steht sogar sehr gut. Uiuiui, Digga. Alter, Großschwert ist einfach zu nice. Hab ich vergessen, ey. Zu selten gespielt in letzter Zeit. Oder? Ah, nee. Oh, doch. Zum Glück. Er droppt halt auch übertrieben Deluxe. Ja, droppt aber halt eine Scheiße, was ich. Ja, gut, aber mal. Ich weiß, ich muss noch die Puckey-Rüstung herstellen, Digga. Die Deko, aber wahrscheinlich braucht man das sowieso nicht dafür. Ich brauche aber irgendeinen komischen Giftbeutel, keine Ahnung, wo ich den herkrieg. Wahrscheinlich ist er so, Alter, nochmal ein Tausender auf dem Kopf, hat ihn aber überhaupt nicht gejuckt. Oh Mann, der Arme. Gehärteter Giftbeutel. Ich glaube, ich brauche irgendwie großer Giftbeutel. Wahrscheinlich kriegt man es für normal von ihm. Ah, oh, fuck, er hat's echt geschafft. Alter, meine Taschen sind randvoll, ey. Ich brauch fast noch einen Rucksack. Cory, wie sieht's eigentlich zurzeit aus mit Merch? Mit Merch? Fragt das jemand oder so? Ja, nö, die Frage, die ich da war schon, glaube ich, vor Lande 2 oder 3 Livestreams wurde die schon mal gestellt. Steffi tut gerade ein paar Bilder malen und da muss man überlegen, ob man, da muss ich dann auch Steffi fragen, also die andere Steffi vom Capcom, wie weit ich da irgendwas zeigen, also draufdrucken darf von Monster Hunter, ohne dass sie irgendwelche Urheberrechtsverletzungen bekommen. Und dann, Bock hätte ich schon. So eine Kaffeetasse wäre eigentlich lustig. Eine Kaffeetasse. Und da muss man, ja Digga, das war edel, ich habe ja eine, ne? Die, ich weiß gar nicht, wo die rumsteht. Auf jeden Fall nicht hier oben mit dem Zimmer. Beste wäre immer noch die Koryphäe, der Original, wichtiges Original, Koryphäus Schlüpfer. Ach so, ja, das ist natürlich wichtig, Digga. So, nee, oder so ein Eierzwicker, Digga. Koryphäus Eierzwicker. Ja, mit dem Koryphäus Logo vorne drauf. Oder Unterhemd, Alter. Ja, ich weiß, ich muss mal gucken. Das ist dann auch so eine Sache, was man auf diese T-Shirts draufdruckt von Monster Hunter. Da ich ja hier 95% männliche Community habe. Ist natürlich der Zielbereich männlich und dann die zwei Sachen, wo man glaube ich jetzt malt, kann man als männlicher nicht, also das Mann nicht unbedingt ertragen.
mit so mini süßen Nakua. Das habt ihr ja schon gesehen. Die Bilder sehen so ultra cool aus. Aber die muss man natürlich auch gucken, dass jemand kauft. Und das andere ist... Wir haben die Amerikan-Odo in das. Ist die Odo-Rüstung mit einer Glefe. Sieht auch sehr geil aus. Aber die Frage ist, welcher Mann läuft damit rum? Mit dem Odo-Girl vorne drauf. Da kommen sie so Sweatbacks verkaufen, Alter. Mit Dings, so Cooles drauf, Mann. So eine Cap, weißt du, so ein Snapback. Ja, da müsst du, man muss halt irgendwas Lustiges machen oder es muss halt irgendwas mit Krasses sein, mit Nägi oder so, wo man dann als Mann anziehen kann. Das ist halt gar nicht so easy, da muss halt wirklich überlegen. So. Was machen wir denn jetzt? Wir können auch mal langsam zurückgehen, aber ist wahrscheinlich Teil der Verwesung, oder ist der im Dings? Ne, der ist hier in der Dings, in der Ich weiß es auch nicht, der hat vorher so übertrieben, abgespackt, der Dude, Alter. Aber komm, lass ihn machen. Lass ihn machen, Digga. For free, Digga. Ist okay. Ich pack die Traps aus. Rosa Ratian und du so, oh Gott, Digga, und willst jetzt auf puh. Was kommt nach Rosa Ratian? Ist das Velkana? Storytech, ne? Ja, ich weiß schon gar nicht mehr, das ist schon ewig her. Nergi. Echt jetzt? Er muss jetzt die Spuren suchen von Nergi und danach muss er gegen Nergi fighten. Danach kommen die drei Drachenältesten, dann kommt sie. Also wenn du in der Heimat der Ältesten Spuren sammeln musst, dann ist es auf jeden Fall Energie. Ja. Danach, wie gesagt, danke, Cory, dass du mir meinen Mount hast. Alter, ich bin runtergesprungen von ganz oben, Digga. War so ein legendärer Mount, Mann. Ja, ich hab schon Pfeifen gehört. Der war so hoch, Alter, das gab 10% Zusatzbonus. Alter, er fällt halt absolut bekloppt, Alter. Mit dem Kopf wahrscheinlich jetzt hier wieder im Stein oder so. Ah, geht sogar. Ich werde mal den Kopf weich machen. Alter, ich hab nach rechts gedrückt. Dumme Klammerklaue, Alter. So. Erstmal Trutzmantel an, besser ist es. Aber ich glaube, er will schon wieder ordentlich abspacken. Oh ne, jetzt habe ich fett gefingert, Alter. Zum ersten Mal heute. Zum ersten Mal, was? Ja. Was war das denn mit dem, ja, ich mache ein Wake-up und renne blind? Ja, nee, das war ja, nee, ich meinte jetzt so bei der, beim Gameplay-Waffen-Kombo so. Ja. oder? Du bleibst hier mit dem Schakköder. Nice. Haben wir schon fast gedacht, oder? Komm her, Dogo. Oha. Ich hol gleich den nächsten Fall. Trap Paradies, Alter. Und? 700, aber gut, ich hab jetzt einen Debuff da drauf. Alter, weißt du jetzt, ich hab einen Debuff drauf, Alter. Jetzt wird erstmal eine schöne Nullbeere gefressen. Bam! Alles weg, Alter. Direkt gelohnt mitzunehmen. Ja, und dann Nullbeeren, Alter. Besser ist, wenn man sich gar nicht treffen lässt von so einer Kacke. Scheiß von Nullbeeren. Ich werde nur mal seinen Kopf weich machen.
Mehr oder? Nice. Ah, die Falle hebt auch nicht mehr, Alter. 914. Boah, Digga, wie schick gestaggert werden. Ja, so, ich guck gleich noch mal in den Chat. Wo ist denn der jetzt wieder hin, Alter? Kein Sinn, Alter. Kein Sinn, der Dude. Der hat uns einfach verarscht. Nein, der hat nur sein Fleisch geholt, das so oben lag. Echt jetzt, der Hund, Alter. Scheiß Fleisch, ja. Mann, das nehme ich ihm gleich weg, Alter, und schmeiß es irgendwo, weiß das ich nicht. Das macht er immer, der schmeiß ihn gleich auf die Map, weg. Alter. Wer da mit offenem Mund rumguckt, Alter, so ein dummes Tier. Er hat eine Gesichtslähmung, Digga, sein Mund ist durchgelaufen. Den immer behindert und geprügelt, ey. Boah. Komm ab in die Fallgrube. Ja, du kannst ihn drehen, ne? Ja, 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 ja. Lol, Alter. Easy. Aber wie auch perfekt in die Falle reingeflogen ist. Halt ja, Mann, ey. Genau. Ich habe auch noch eine Falle, so ist es nicht, Alter. Ja, ich hol die nächste, mach dir keinen Kopf. Nein, Ding. Ist sogar der Abdanot hier gestorben, der Arme, ey. Kollateralschaden. Ja, wenn er im Weg steht. Na, Beste. Die Falle hat er ja gar nicht gesehen, der Dude. Leg noch eine, ich bin auch fast wieder da. Nice. Bin halt nur in. Alter, ein schicker 800er. Erstmal hier wieder die Nullbeere fressen, Beste. Hallo Odo. Komm her, Odo. Oder Dove. Alter, langs. Der mich verarscht. Der steckert so hart, ey. Ich habe auf jeden Fall, nee, habe ich auch nicht gemacht mit dem Ei, Alter. So. Fängt jemand? Den Dude? Oder ist er noch nicht ready? Müsste aber eigentlich sein, oder? Ja. Sehr schön. Fertig. Indo-Gamer, mach's gut. Hat mich gefreut, dass du aktiv warst. So. Okay. Und ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal irgendwie nochmal ein härteres Monster. Ich glaube, wir machen Theo. Ich guck mal. Theo habe ich sogar Bock. Ist eh nichts gespawnt. Nichts mach geiles. Du mal schon mal. Ich bin sofort wieder da. Ja. So. Ah, schon wieder riesiger Förderplatz erschienen hier. Bruder, bloß nicht Monster hervorlocken. Schauen wir mal. Ah, wir können natürlich auch... Ah, das ist... Oh, fuck, wenn wir jetzt da Goldrad lernen. Wir könnten... Oh, Nägi wäre natürlich auch sehr nice. Dann Theo macht man schon. Wir machen Theo, weil macht man schon seltener. Pass auf, jetzt habe ich kein Theo, doch zweimal. Ich glaube, da könnte ich sogar mit bleibe ich auf Großschwert, Digga, wenn man da auf den Kopf trifft, ist Ende. So. Was jagen wir jetzt? Servus, die Landaka. Cory, was hast du? Ich hab einen Theo geholt. Ja, Theo.
So eine Spur gesammelt. Ja, die ganzen alten Kampfgärteten, die gehen wahrscheinlich jetzt schon richtig gut, Alter, oder halt nochmal einen Tick schneller. Dadurch, dass man halt mehr Damage hat. Jo, Indo-Gamer, mach's gut. So. Hat mal ganz kurz, obwohl, er läuft ja irgendwie schon darüber. Oder? Hier ist die Wand. Och nee, das ist ein Rat, ja, ich hoffe, der kommt jetzt nicht. Ey. Oh nein, nein, Bruder, nein, nein. Oh, zum Glück war ich weit genug weg. Ja, das hätte mich jetzt maximal getriggert. Genau. Nice. Bist du gerade hier an? Alter, das gibt's doch nicht. Hallo. Hä? Irgendwie sieht das lustig aus von hier oben. Das war es aber irgendwie komplett bei mir hier. Hä? Alter, jetzt gerade verkacke ich es aber jetzt komplett mit dem Großschwert. Ja, genau, Alter. Ich hab's kommen sehen, Digga. Trutzmantel hat 1A geregelt, ey. Ist ja. Abgeraubt, ja. Das waren leider zu viele Explosionen. So, da bin ich wieder. Ah, eine nette Untersuchung. Oh, warte hier ein Prat. Was für ein Schrott. Und Cory, weißt du, was mir gerade eben so beim Trinken machen eingefallen ist? Was? Hast du Dungeon-Art hatten wir noch gar nicht. Ja, ich weiß, hatte ja keinen Bock auf den. Ja, ich hatte keinen Bock auf den. Wie kann man Bock auf Dungeon-Art? Ach, die Hitbox von ihm ist einfach so ein bisschen kacke mit seinem Kopf, Mann. Deine Hitbox ist auch komisch, weißt du, ich zock trotzdem mit dir. Ey, auf den hatte ich irgendwie keinen Bock, muss ich ehrlich sagen. Wir haben ja klar Venus gemacht. Oh, Digga, Alter, edel. Da hat das Großschwert geregelt. Ich hoffe, ihr habt noch nicht zu sehr einen in der Störung, was wir haben hier. Nö, nö. Sollst du haben, Ratern, hat den ersten Mann. Er lag jetzt erst einmal hier. Ah. Oh mein Gott, Digga, wo treten der sich jetzt hin? Ah, Mann. Hä? Ach, der ist ja nicht mal gehärtet. Ich denke mir gerade noch nee, so. Nee, nee, ist auch nicht. Nee, ich bin ja nicht auf 7, Digga. Aber ich wollte das einfach doch mal machen. Ja, hab ich jetzt gerade auch wieder realisiert. Oh, 182er Sprung, lecker. Nice. Och nein, warum, Bruder? Er dreht sich halt instant um. Na, wir kommen bei Theo. Na, Mann. Schade, das wäre so ein schöner Hit auf den Kopf gewesen. Mount haben wir auch noch. Was will denn die Olle wieder, Mann? Verpiss dich doch. Na, abnerven will sie. Oder will auch eine Packung? Das ist gar nicht, ob ich da jetzt jemand getroffen. Liegt auf dem Boden. Super Sache, Mann. Ich spack mal gerade hier voll ab. Ja, ich hab sie getroffen. Guck hier, Nullbeere, Digga, Explosion direkt weg, Alter.
Ja, ist ja nicht so, dass du auch einfach dreimal rollen kannst. Digga, easy, ja. Alter. Nee, nee, komm, ihr verschwendet gerne wichtige Objekte mit Müll wie Nullbären. Boah, Digga. Nullbären sind nice, Alter. Dabei bleibe ich, Mann. Ups, nee, wollte ich gar... einfach aus Protest wäre ich jetzt für Nullbären-Emoji. Nee, paar neue so, Emojis muss ich auch noch machen. Ach, Nullbären sind einfach. Braucht man nicht. Können sie mal aus dem Spiel nehmen. Genauso wie Traps. Was ist eigentlich mit dir? Was ist mit dir? Ich dachte jetzt eigentlich, ich dachte eher, da kommt jetzt sowas von wegen, ja, was hast du eigentlich gegen mich? So wie früher sonst immer. Was ist mit dir? Oh, habe ich jetzt Theo getroffen oder? Ich glaube, ich habe Theo getroffen. Bang. Oh oh. Bumm. Alter, voll nice, Mann. Doch kein Bumm. Und zwar jetzt, Digga, wenn er sich nicht instant wieder umdreht. Natürlich, Digga, das ist so daneben gegangen. Daneben. Du müsst aber auch gleich kommen. Pass auf, er dreht sich jetzt wieder um. Oh mein Gott, es hat getroffen, 1000. Er hat auf jeden Fall schon wieder gedroppt, der ist fast tot. Bahn ist schon da. Naja, der wird mich töten. Der Special Mountain? Nein, war nicht. Scheiße, Digga, hier schön beim Looten, Alter, erwischt worden. Ja, Mann! Arschlecken! Alter, das ist Maut gewesen, oder? Nice. Blitzing. Hatte ich auch noch nie bei der Bombe gemountet, hat einer gemountet, Alter. Die Ulti überlebe ich. Hallo, ich mount ihn auch. Hallo. Ich will auch hoch, Mann, Bruder. Aber meine Dings sind nicht lang genug, Alter. Mein Seil ist zu kurz. Gesundheit. Okay, das ist verloren. Ja, schön auf die Flügel ballern hier, ey, geil. Ist mal gestaggert, Digga, ich stehe komplett falsch, Alter. Aber sowas von komplett. Flügel gebrochen. Lol. So, ich stehe wieder komplett irgendwie irgendwo, glaube ich. Naja, 700. Gerade einfach mal 161er Aufgabe holen. Ja, Mann, das ist krank. So. Eine Runde looten. So, jetzt mache ich aber bei ihnen im Wake-up, Alter. Jetzt darf ich nicht vorrennen. Ich hab dich schon wieder hinlaufen sehen. Während du es gesagt hast. Nein. Außer ich gucke jetzt in den Chat und Rio hat wieder irgendwas geschrieben. Das hat ja auch unbedingt oberste Priorität. Ja, mein Chat hat immer oberste Priorität. Jetzt ist Rio wieder schuld. So, mal gucken, ob der Fettfinger-Bonus gleich aktiviert ist. Ne, ich fange den jetzt. Ja, genau, Digga. Das will ich sehen. Ja, okay, warte. Guck, das geht ganz leicht. Du wirst Beruhigungsbomben. Hm? Mach mal ein Bämmchen noch hin. Zwei. Dann legst du eine Fallgrube und da rein eine Schockfalle. Das musst du aber glitschen, weißt du? So, ich hab keine Ahnung. Corey, Scheiße, Nee, Digga, weißt du wie lange? Ich hab bestimmt schon, weiß ich nicht. Geh einfach mal davor, drück Glocken, dreh dich um und roll dich einmal in die Richtung. Ja, ich bin eh zu weit weg. Ich muss erst einmal nach vorne. Warte, noch einmal nach vorne jetzt. Ich hab's schon so lange nicht mehr gemacht, Alter. Ist doch voll daneben gegangen, Digga. Fettfinger am Boden. Stell dich doch einfach mal vor. Nee, oh, ja, warte, ich schaffe auch so. Warte, jetzt mal triff ich. Also gleich wacht er auf. Absolut lernresistent, dieser Junge. Hä? Aber komplett, Digga. Hä? Jo, naja. Seraphim regelt. Digga, das war jetzt echt ernüchternd, Alter.
Sarah hat noch die Drachenältestenfalle ausgepackt, Mann. Absolut lernresistent, Digga. Ich hätte einfach keinen Bock, da jetzt zwei Rollen wegzumachen. Eine Rolle links, dann nochmal drei Rollen nach rechts und dann steht ja, schon richtig, Alter. Ja, ich weiß. Früher habe ich es auch so geschafft, aber ich habe einfach zu lange nicht mehr gezockt, Mann. Digga, das lag auch noch hier war abschüssig, Digga. Das war dann auch nochmal erschwerte Bedingungen, Alter. Bei einem weiteren Tipp jetzt, Cory. Die das Einzige, was hier gerade in diesem Livestream abschüssig sind, sind deine Kommentare. Cory, zur Not, du kannst das auch per Auge abschätzen. Du kannst die Kamera nach oben drehen und dann, also so. Ja, früher hat das eigentlich immer geklappt, guckst. Aber ich weiß. Manchmal. Und dann mit der 5% kommt es halt dann nicht vor, aber halb so schlimm. War eigentlich ganz lustig. War unterhaltsam. Naja. So, ich bin zurückgegangen, gell, nur zur Info. Ah, gut. Wenn das ist das, als hätte ich nämlich noch nächste Woche hier gestanden. Dann sage ich nächstes Mal, Digga. Da steht er bis nächsten Sonntag noch. Cory, wo bist du? Ah, ja, Mann. Wie viele neue Monster trifft man außerhalb der Story in den Leitlanden? Zinnokre? Garuga? Brachialtigi habe ich dort auch zum ersten Mal gesehen. Im Endeffekt auch Goldratian und so weiter. Silberratalos, mittlerweile auch Rajang dann und Höllenzinnokre. Ich glaube, es waren alle. Oder habe ich was vergessen? Buntmaljan. Ah ja, gut, okay, ja, da gibt es auch noch, richtig. So... eigentlich alles gemacht hier. So, die Deko ist besser. Jo, Leute, ich würde sagen, das war's eigentlich. War auf jeden Fall ein Fest. Ich weiß gar nicht, was bin ich jetzt? Bin ich auf 6 gekommen? Ich glaube es aber fast nicht. Leitlande, wo haben wir die Scheiße da oben? Ich glaube, du warst auf 5, bin dir jetzt aber nicht. Ja, Mann, aber das dauert, aber das ist fast gar nicht nach oben gegangen. Alter, das dauert jetzt schon. Ey, ich hab 4 Seiten voll mit Loot. Teil der Verwesung weiß ja, ich auch immer noch. Okay, Leute, ich würde sagen, das war's für heute. War auf jeden Fall ganz cool. Safi, aber die ist ja nicht in den Leitlanden, Safi, aber man kriegt's danach auch im Endeffekt. Jo, schon vorbei, weil im Endeffekt morgen wieder Schule weitergeht, dann muss ich fit sein. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Wünsche euch einen geilen Start in die neue Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.